Sozusagen in letzter Minute konnte die drohende Insolvenz des Flughafens Rostock-Lage abgewendet werden. Die Landesregierung verdoppelte am Dienstag den Zuschuss um 500.000 auf 1 Million Euro. Ein klares Bekenntnis zum Landesflughafen. Rostock-Lage, das soll sozusagen der Punkt sein, um den sich auch das Land mitkümmert. Wir haben 3 Gesellschafter, die das betreiben. Und wir haben jetzt gesagt, zu den 500.000, die wir immer schon bereitgestellt haben, werden wir die Summe verdoppeln, wenn die Gesellschafter weiter unterstützen. Das sind dann 2,8 Millionen Euro. Und wir gehen davon aus, dass für dieses Geld dann der Flughafen so ausgebaut werden kann, dass wir deutlich mehr Flugbewegung dort bekommen. Wir wollen mindestens 250.000, 280.000 haben. Der Entscheidung der Landesregierung war ein monatelanges Pokern der Gesellschafter des Flughafens, der Kommunen Rostock und Lage sowie des Landkreises Rostock mit der Landesregierung vorausgegangen. Sie hatten gedroht, ihre Zuschüsse abzusenken bzw. ganz einzustellen, sollte das Land nicht Flagge zeigen. Ministerpräsident Sellering knüpft den jetzt erhöhten Zuschuss an klare Bedingungen. Die Gesellschafter müssen ihr Engagement aufrechterhalten. Die Gefahr ist dann vorbei, wenn die Gesellschafter den Beschluss fassen, dass sie weiter das Geld zur Verfügung stellen wie bisher. Dann wird das zusammen mit der Million, die das Land garantieren wird für die nächsten 4 Jahre, dann wird das ausreichen. Und dann kann man mit einer gewissen Ruhe Pläne machen, wie wir den Flughafen weiter fördern und dort bessere Bedingungen schaffen. Während die Städte Rostock und Lage aufatmen und das Bekenntnis des Landes begrüßen, hatte das Parlament des Landkreises Rostock bereits beschlossen, seinen Zuschuss vor dem Hintergrund von Sparauflagen zu senken. Die Kreisverwaltung sieht jetzt aber wieder Spielraum für neue Entscheidungen. Ja, wir haben dieses Angebot des Landes zum Anlass genommen, dem Kreistag eine Änderung des Haushaltssicherungskonzepts vorzuschlagen. Das muss jetzt alles noch im Januar passieren, damit Geld fließen kann. Und ich sehe dem sehr positiv entgegen, weil letztendlich mit dem Bekenntnis des Landes nun auch eine gesicherte Basis für den Betrieb des Flughafens gegeben ist. Seit 1990 sind ca. 50 Millionen Euro an Zuschüssen in den Flughafen Rostock-Lage geflossen. Auch in Zukunft wird der Standort deutlich rote Zahlen schreiben. Die Partnerschaft mit der Bundeswehr, die hier einen Fliegerhorst für den Eurofighter unterhält, begrenzt das Defizit allerdings deutlich. Eine günstige Ausgangslage, von der andere Flughäfen träumen. Wir sind jetzt bereits schon in dem Dialog mit vielen Fluggesellschaften und versuchen jetzt diesen positiven Hype, den wir jetzt bekommen haben und das Beenden der negativen Debatte, versuchen wir jetzt natürlich zu nutzen und unsere Kunden zu überzeugen, dass es wert ist, diesen Flughafen anzufliegen und natürlich auch die touristische Region Mecklenburg-Vorpommern zu nutzen. Der verdoppelte Zuschuss des Landes bringt Planungssicherheit für den Flughafen Rostock-Lage. Jetzt sind kreative Konzepte gefragt, den Flughafen langfristig auch finanziell abzusichern und den Betrieb wirtschaftlicher zu gestalten.